Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Comweb aus Bochum, NRW. Ja, die Firma, die sich spezialisiert hat auf Videoschnitt mit verschiedenen Videoschnittsoftware und natürlich mit unseren exzellenten Rechner. Heute haben wir Teil 2 in der Mache in Bezug auf Need und das Zusammenspiel mit altes Material, weil wir festgestellt haben, durch die Corona doch einige dieses Thema anpacken im Moment, weil eben aus Mangelung, dass man nicht in Urlaub gehen kann, stehen die alten Filme natürlich an. Ja? Wir haben letztes Mal die Behandlung gemacht von SVS oder VHS, DV, DVD oder H8, das spielt eigentlich keine Rolle. Das sind also die Filme, die vor 10, 20 Jahren populär waren. Heute gehen wir noch ein weiteres Stück zurück und da kommen wir zu der Super 8 und 8 mm Bearbeitung und zwar über zwei bekannte Methoden eigentlich. Das ist einmal das Digitalisieren, also das Einscannen von dieses Material oder eben das Abfilmen, ja, von der Leinwand etc. pp. Da gehen wir gleich weiter drauf ein. Wichtig ist, dass wir hier nur Need behandeln. Also wir werden nicht darüber sprechen, dass Sie das Ganze noch beschleunigen müssen oder verlangsamen müssen, weil Sie nur 14 oder 18 Bilder pro Sekunde bekommen. Es sind also ein paar andere Teile. Ne? Meistens macht man auch eine Farbkorrektur noch etc. pp. Sondern wir bearbeiten wirklich nur die Need-bezogene Abteilung und die ist schon komplex genug. Deshalb, ja, würde ich sagen, fangen wir da erstmal mit an. Ja, als erstes würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit die erste Option, die wir haben. Und das ist das Digitalisieren. Das, was diese Scanner leisten, das ist verdammt gut. Zwar sehen die folgendermaßen aus. Das sind im Prinzip, ja, es sieht ja fast aus wie der normale Player, die sie früher hatten, ja, mit die zwei Rollen. Nur, dass eben hier die ganze Geschichte digital vonstatten geht. Das heißt, Sie haben hier auch keine Echtzeit bei der Abspielen. Das müssen Sie sich vorstellen, dass er etwa 3 Bilder pro Sekunde wegsetzt. Das kann also richtig dauern, aber es wird quasi gescannt, Bild für Bild. Ja, und da gibt es also verschiedene Modelle. Alle haben gemeinsam, dass wir im Prinzip eine SD-Karte benutzen. Ja, das heißt, die ganze Film, die wir erstellen, die wird aufgenommen. Die gibt es in verschiedene Auflösungen, verschiedene Formate. Meist arbeiten wir mit 1440 oder 1920 halt. Und es gibt verschiedene Geschwindigkeiten. Ja. Sie können noch eventuell einen TV-Ausgang anschließen, damit Sie zum Beispiel das Bild auch begutachten können auf einen alten Fernseher. Ja. Die haben alle drei Führungsstifte. Da gibt es bei den Profi-Modellen, zum Beispiel die Wolverine, gibt es einen besseren Motor, sagt man, wodurch er auch die ganz großen Rollen ziehen kann. Ich sage einfach, das geht auch mit die etwas normalen Preise. Also man muss ja sehen, so ein Wolverine kostet richtig Geld. Ja, die liegt bei 700 Euro oder etwas drüber. Und da kommt noch Steuer dazu in Bezug auf Export-Import. Das ist ein sehr teures Teilchen. In meinen Augen tun die andere es genauso gut. Allerdings, bei den großen Rollen gehen sie dann nicht über die drei Führungsstiften, die Sie da an der rechten Seite sehen, sondern sie nehmen nur zwei Führungsstiften. Das heißt, der Motor braucht sich gar nicht so anzustrengen und für das Einscannen reicht das vollkommen. Das sehen Sie hier bei diesem Film, weil das ist genau so gemacht worden. Ja? Die Sensoren, die sind eben unterschiedlich, dementsprechend gibt es unterschiedliche Qualitätsgrößen. Wir haben das Ganze durchgeführt mit 1920x1080, deshalb habe ich das auch eingestellt. Das heißt, wenn ich es hier anschaue, 1920x1080 mit eben 50 Bilder und ein progressives Format. Ja? Deshalb haben wir auch die ganze Film in diese Größe eingestellt. Musik haben wir nicht. Dementsprechend brauchen wir die auch nicht abzustellen. Gut, der nächste Schritt ist wieder, wir wollen dieses Material natürlich bearbeiten. Und denken Sie daran, dass wir jetzt in einer 16:9 Umgebung sitzen, obwohl wir nur, ich sag mal, ein 4:3 Material haben. Die ist etwas größer. Sie haben also echte schwarze Balken. Ja, nur so zur Erinnerung. Sie sehen aber, auch wenn ich das Ganze anschaue, es raus bis zum Gehnichtmehr und das muss natürlich verschwinden. Dementsprechend werden wir mal versuchen, ob wir etwas erreichen können, was uns Spaß macht. Ich nehme mal so eine große Fläche hier, in der Hoffnung, dass er den auswählt. Wir starten wieder neu und das bedeutet, dass wir auch den kompletten Werdegang durchführen müssen. Das heißt, wir gehen als allererst in Variant
und gehen auf Tools, auf Präferenz und führen die Performance-Test durch, weil der so ruhig wissen, dass er mit dem PC Videoline hier am Arbeit ist. Sage ihm die Optimize Settings und der startet jetzt durch. Wenn Sie den Übersicht hier mal angeschaut haben in der linken unteren Ecke, dann sehen Sie auch, dass wir jetzt hier sogenannte Reps haben. Das sind Bildwiederholungen, die Neat erkennt. Das heißt, er weiß, dass diese Scanner, die wir gerade ja gesehen haben, beim Digitalisieren ja Murks macht. Was heißt Murks? Er verdoppelt einfach das Bild, damit wir an die 50 Bilder pro Sekunde kommen. Ja, aber irgendwann muss er drankommen. Ja, und das sollte man dann gleich auch beachten, dass wir da dementsprechend dann eingreifen können. So, was hat er herausgefunden, was unser Wundermaschinchen hier kann? Das ist ja nicht mehr rein auf CPU bedingt, sondern er sagt jetzt mit 7 Cores und die Nvidia möchte ich auch dazu schalten, dann kommen wir auf 27,6 Frames. Hier gilt auch, wie schneller die Grafikkarte, umso mehr Frames schafft er. Allerdings, auch mit einer Superkarte wird er keine 50 Frames schaffen bei diesem Material. Ja, dann brauchst du viel, viel mehr Kerne. Accept Best Combination und sagen, okay, ja, ich zoome also hier gar nicht rum. Sie können das gerne machen. Es gibt sehr viel drüber geschrieben. Auch da kann man Anpassungen machen. Die finde ich aber alle nicht wichtig. Deshalb rede ich nicht drüber. Wir wollen schnell zu einem Ergebnis kommen. Ja, die schnellste Methode war natürlich die Autoprofil starten. Er sieht ein sehr gutes Teil eigentlich und sagt 52%. Jetzt sagt die Firma Neat, dass ein sehr gutes Ergebnis bei 65-70% erreicht ist. Ja, da sind wir von weit weg. Allerdings haben wir auch nicht echtes ja, HD-Material und dieses Ergebnis ist eigentlich sehr gut, weil wir haben nun mal sehr viel Rauschen in dieses Material. Ja, es bleibt nicht aus. Deshalb bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Ich kann natürlich jetzt versuchen, mit verschiedenen Bereichen auszuwählen, ein besseres Ergebnis hinzukriegen. Ich lasse es lieber, weil meistens findet er schon sehr gute Möglichkeiten. Außerdem wollen wir wieder durch die Adjust und Preview ein noch besseres Ergebnis hinkriegen. Ich wähle mal so einen Bereich aus, wo wir auch ja, jeder Bereich sehen können und das sieht schon sehr gut aus. Schauen wir, inwieweit wir es noch verbessern können. Also Sie können wirklich hier wieder alles durchführen, aber ich glaube Sie mir, mit diesen 4 Punkten sind Sie wesentlich schneller unterwegs. Hier ging es wieder darum, dass wir alles in Blau haben. Das heißt, ich schiebe den mal hoch und schaue, wann wird das wirklich über. Ein bisschen habe ich kein Problem mit, weil Sie müssen immer überlegen, wann verliere ich zu viel Schärfe. Und das ist natürlich nicht gut. Ja, aber ich bin erst bei 100, deshalb lege ich den mal so fest, das ist gut. Lass den nochmal komplett abspielen, weil wir sitzen in der Temporal. Also er schaut jetzt nach im Playing-Modus, weil wir über mehrere Bilder das Ganze beobachten können. Ja, das bedeutet temporal, spatial war für Einzelbilder. Stoppen den mal und jetzt gehen wir in die lokale Flickern, wird hier begutachtet. Da ist noch viel weiß. Das heißt, wir gehen mal rauf und versuchen auch hier wieder alles Blaue hinzukriegen und gehen jetzt langsam runter. Können das auch abspielen, weil manchmal sind andere Bereiche sind auch weiß, aber das ist hier nicht der Fall. Ich schaue einfach mal. Ja, jetzt kommen die ersten weißen Fleckchen, hier unten zum Beispiel. Wir können übrigens sowieso ein bisschen mehr rangehen. Ne, doch nicht. So, ich sag mal, ich bin hier so bei 35 zufrieden, kommt der nächste Schritt. Sie merken, wenn Sie das öfters machen, geht es auch relativ schnell. So, jetzt kommen wir zu der Repeated Frame Check. Und da haben wir die erste Mal wirklich auch einen Zugriff, die notwendig ist, weil hier sehen Sie, dass wir hier diese zusätzliche Bilder drin haben. Ne? Neat zeichnet das aus mit dieser sogenannten Rep. Und dafür gibt es eben die Repeated Frame Einflussnahme. Und wenn Sie hier drauf gehen, sehen Sie, dass bei 50% steht, every second frame repeats the preceding frame. Das heißt, dass Sie, wenn jede einzelne Frame verfolgt wird mit einem Rep, also mit einem doppelten Bild, sollte sie das Ganze auf 50% setzen, damit sie ein optimales Ergebnis habe. Dieses Ergebnis hat nichts zu tun
mit nachher der Ausgabe auf der RGB-Monitor. Es ist für YUV gedacht, ja? Also nicht vergessen, weil es kann schon mal passieren, dass es auf Ihr RGB dann flickert. Auch das hier ist zwar schön, so wie es aussieht, aber es ist, entspricht im Moment überhaupt nicht die Realität, weil wir mit in unsere Check beschäftigt sind. So, Spatial-Filter-Tuning. Das war die Möglichkeit, das Wabbeln rauszukriegen. Das haben wir nicht bei SVHS oder VHS oder Hi8 oder was auch immer, bei dieses alte Material in jedem Fall. Deshalb kann man hier nur noch schauen, haben wir eventuell noch Neues? Da habe ich aber nicht. Also Pixel-Forming, ja, und das sieht eigentlich alles sehr schön aus. Deshalb lasse ich den hier auf 0 und können hier im Prinzip Finishing machen. Wichtig ist noch, dass Sie die Sharping anmachen. Wenn Sie das nicht können, wenn hier nichts zu klicken ist, dann steht meistens hier Enable ausgeschaltet. Deshalb einschalten und hier unten dann einschalten. Und da können Sie nochmal mit Schärfe eine Menge Versuche zu erreichen. Ich gehe meistens so zwischen 170 und 200, wenn ich keine großen Unterschiede sehe. In jedem Fall ist dieses Schärfen wichtig, weil er es besser macht. Das haben wir bei der Whisky gesehen, die Hintergrund, dieser Stoffhintergrund. Der macht es definitiv besser als bei Edius oder bei anderen Schnittprogrammen. Deshalb würde ich das wirklich in Neat machen. Ja, und das war die ganze Geschichte schon wieder. Das heißt, alles andere können Sie links liegen lassen. Erstmal, es sei, Sie wollen sich wirklich vertiefen, weil es gibt natürlich noch Varianten, die Sie setzen können. Dann können Sie mehrere Definitionen machen. Sie können alles wegspeichern etc. pp. Finde ich aber nicht ganz so wichtig, weil das können wir auch in Edius. Das heißt, wenn ich einmal einen Clip habe, das ist übrigens das Ergebnis und das sieht schon verdammt gut aus. Würde ich das jetzt aber laufen lassen, dann hätte ich das Problem, dass ich natürlich keine Echtzeit habe. Ja? Deshalb kann ich das auch nicht vollkommen bewerten. Dementsprechend immer berücksichtige, dass das ja nur halb so viel aussagt im Vergleich zu einer Echtzeitwiedergabe. Ja? Aber ich kann nichtdestotrotz schon sehr gut beobachten, ob das ganz gut aussieht. Habe ich mehrere Clips, dann brauche ich nur dieses Neat auf den nächsten wiederzulegen. Sorgen Sie dafür, dass Sie dann alles mitnehmen, weil dann im Prinzip das Ergebnis einfach mit Neat oben vorne liegt. Das ist nur ein Edius-Trick. Würden Sie nur Neat übernehmen, dann haben Sie Neat immer unten liegen. Das ist schlecht. Ne? Deshalb nehmen Sie einfach beide, dann hält er auch die Ergebnisse an. Wie sieht das jetzt in echt aus? Also ich habe da jetzt mal diese Film fertig gemacht und dann können wir das mal ein bisschen anschauen. Also Sie sehen, das sieht sehr, sehr gut aus. Allerdings haben wir jetzt noch ein Wackeln drin. Ich habe keine Nachbearbeitung gemacht im Sinne von, dass ich die Farbe geändert habe oder sonst was, weil die finde ich schon bei dieser Digitalisierung sehr, sehr gelungen. Wir haben auch keine Ausfranzen in der Ecke. Also diese Lösung gefällt mir sehr gut. Vielleicht mal mit 5 Mann oder was zusammenschmeißen, so ein Teil holen und wenn man alle fertige Bänder fertig hat, kann man es wieder für gutes Geld verkaufen. Also ich glaube, das ist eine sehr schöne Lösung. Seine alte Geschichten. Guck mal, wie gut das aussieht jetzt. Ja? Also ich denke, das überzeugt auch wieder in die Lösung an sich. Ja, ja, das war dann die nächste Lösung, Digitalisieren von Super 8 und 8. Und jetzt wollen wir mal die Standardlösung anschauen, wie die meiste das auch mit Super 8 durchführen. Ja, dafür müssen wir dann natürlich die nächste Sequenz anschauen. Da habe ich das Ganze schon hingelegt. Und hier sehen Sie jetzt so eine typische Geschichte, wie sie aussieht, wenn sie selber Hand anlegen. Ich habe hier die Eumig in sehr guter Verfassung mit eben einer Class Screen jetzt aufgenommen. Da gibt es mehrere Methoden. Sie können eine weiße Wand nehmen, wenn sie gar nichts zur Verfügung haben. Eine Leinwand, eine Dia-Leinwand etc. tut sie auch. Es gibt eben mehrere Möglichkeiten. Das filmen sie dann einfach ab und dann sieht das in etwa auf diese Art und Weise aus. Auch hier haben wir das Material schon auf 50 progressiv laufen. Das heißt, die Kamera war so eingestellt bei der Aufnahme. Ja? Auch wenn es letztendlich 18 Bilder oder was sind, die über diese Eumig gelaufen sind. Ja, und darunter habe ich nochmal eine angepasste Bauer T510. So machen die Profis das, wenn sie also Zeit und Mühe reinstecken und da sehen Sie auch, dass das eine völlig andere Qualität ist. Deshalb muss ich der Spender von diesem Filmmaterial loben, weil ich kann schön vergleichen. Ja, einfach das Material mal hier übereinander legen. Dann sehen Sie, dass hier die
Ecken, ja, hier ist quasi die Lampe deutlich heller als im Vergleich zu den Ecken. Und das ist bei so einem Profigerät, wo dann mit LCDs gearbeitet wird, da ist also die komplette innere Technik rausgeschmissen und ersetzt durch moderne Technologie. Und ja, da kommt aber viel, viel mehr bei Google. Ich finde es sehr, sehr müßig, weil man braucht wirklich stundenlang, um das alles einzustellen, bis das so läuft, dass man da wirklich was mit anfangen kann. Dafür ist aber das Ergebnis einmalig gut, weil hier kann ich wirklich sagen, wenn ich nicht wusste, dass das uraltes Material ist, dann hätten wir schon wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse. Ja? Ich bleibe mal hier stehen, weil hier haben wir gleich auch ein sehr schönes Beispiel. Aber hier haben wir wirklich sehr schönes Grau. Grau ist natürlich das, was Neat liebt, weil in Grau finden wir alle Farbe wieder. Wir legen den mal hier drauf und legen den wieder nach oben. Und jetzt brauchen wir diesmal keine Performance-Test, weil wir immer noch in die 1920x1080. Wir können also direkt den Profil nehmen. Hier sagt er mit 62%. Ich nehme mal hier den hier, einfach mal um zu sehen, ob der besser ist. Nee, der ist definitiv schlechter. Also er sagt mir schon, dass ich mit minus 12% arbeite. Lass ihn mal berechnen. Und ja, doch, 59%. Ja? Also es macht manchmal Sinn, einfach seine Möglichkeiten einzuschätzen und dann auszuprobieren. Ja? Würde es jetzt keine 59 gewesen sein, sondern 40, würde ich wieder da hingehen, wo er sagt. Aber in diesem Fall immer mit vorsichtig, weil Neat das wirklich sehr gut schon selber kann. Ja, eigentlich sind wir schon fertig und voilà, da haben wir das. Auch hier wieder das Fall, dass wir schwarze Ränder haben. Wir sollten das also noch ein bisschen anpassen. Aber dadurch, dass wir schon auf 100% hier sitzen, wenn wir also wirklich eine Anpassung machen, dann würde der gar nicht so groß ausfallen. Wir würden mehr Oberfläche haben, als wir vorher bei der VHS in 4:3 hatten. Ja, das ist ein kleines Vorteil, den wir hier definitiv haben. Das Material ist aber jetzt schon absolut rauschfrei. Natürlich kann man wieder sagen, okay, ich gehe wieder meinen Weg, weil die ist so viel größer dann auch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt mal wieder in den Neat. Sage den Autoprofil, lassen wir mal so, nee, wir machen den einfach mal neu. Sollen wir mal was aussuchen, 63 sogar, na wunderbar. Gehen in Adjust und Preview und führen einfach diese vier mal so durch, wie ich sie durchführe. Und das geht natürlich viel, viel schneller, als ich das bei der Erklärung gemacht habe. Hier bin ich zufrieden, also bei diesem Schaum, da werden Sie immer welche sehen, das heißt, wenn Sie es abspielen, na, das ist nicht schlimm, weil das ist durch die Bewegung von dieser Schaumwelle nicht, kann man nicht ausschließen. Hier können wir noch richtig was machen. Ja, das ist das allgemeine Flickern, was dann letztendlich wehtut in der Auge. Hier setze ich mal ruhig auf 28 und lasse das Gültigkeit. Repeated Frame, das ist natürlich interessant. Und hier sieht er, okay, hier haben wir gar nichts, weil wir wirklich hier abgefilmt haben. Und dadurch haben wir auch keine Repeated Frames. Und die liegen dann dementsprechend auch nicht vor. Ich kann ja mal einen Bereich wieder auswählen. Also in der Adjust und Preview müssen Sie selber einen Bereich auswählen. Scrollen rein und dann kann man schon deutlich die Unterschiede sehen oder auch nicht. Ja? Aber in diesem Fall, denke ich, ist es trotz der sehr guten Bauer, die wir hier haben, mit seiner LED-Belichtung, ja, haben wir immer noch eine deutliche Verbesserung. Dementsprechend kann man das immer noch ausfüllen. Sollte es ein bisschen Probleme geben, können Sie hier noch bis 25 eingeben. Ich finde das aber so absolut okay. Deshalb gehen wir, na, Spezial brauchen wir gar nicht. Es sei, Sie sind unzufrieden mit dem Noise, aber da bin ich nicht. Dementsprechend gehen wir auf Finish und wir haben das erste Teil fertig. Jetzt habe ich noch gesagt, das wäre am besten noch die Schärfe hier im Neat feststellen. Das heißt, ich erhöhe das bewusst hier schon mal, weil das Material dementsprechend dann Dankeschön sagt. Ja, und hier haben wir jetzt das Ergebnis für unsere Bauer T510. Das ist natürlich Profi-Equipment, ja, die nicht jeder zur Verfügung hat, aber auch das gibt es und hier könnten wir noch durch Farbbearbeitung einiges erreichen. Aber wenn wir es vergleichen, ist das schon ein deutlicher Unterschied, zum Beispiel im Vergleich zu der oberen Weg, die eigentlich auch nicht schlecht ist, ja, aber natürlich dann deutlich mehr Nachbearbeitung erfordert und letztendlich nicht an die Qualität rankommen kann,
wie es hier unten zu sehen ist. Ja? Also die Lösung mit Digitalisieren oder mit so etwas wie der Bauer T510 in einer Special-Ausführung, das sind die Lösungen, die wichtig sind. Solche Leute gibt es leider wenig, die das wirklich gut beherrschen. Egal, sie entscheiden, aber wer, glaube ich, haben feststellen können, dass Neat in diesem ganzen Bromborium, egal mit welcher ich arbeite, enorme Ergebnisse bringt, die uns wirklich ja, von der Socke hauen und dementsprechend auch ja, für uns eine Lösung ist, die sich lohnt zu kaufen. Ja, bleibt uns eigentlich nur noch eine Sache und das ist natürlich, wie kriege ich noch mehr aus Neat rausgekitzelt? Ich bin noch immer unzufrieden. Und das werden wir jetzt anschauen und das nenne ich mal die Profi-Abteilung. Ja, bei der Profi-Abteilung sieht es eigentlich gar nicht so unterschiedlich aus, wie ihr vielleicht erwartet. Ich habe jetzt, hier bin ich wieder zurückgegangen auf meine DV-Umgebung, weil ich glaube, bei DV kann ich das viel, viel besser zeigen, wo denn wirklich mal die feinen Unterschiede sind, weil wir reden wirklich nur über die feinen Unterschiede. Ich habe also wirklich hier wieder meine drei Clips von 5 oder 7, die es waren, habe ich mal reingeholt und ich habe schon mal die Basissache gemacht, die wir vorhin gelernt haben. Das heißt, ich bin auf Auto Profile gegangen, dann auf Adjust und Preview und habe dann quasi die Sachen durchgeführt, die ich habe. Aber das ist natürlich nicht alles bei Neat. Neat kann viel, viel mehr. Und dafür können wir am besten mal wieder diese Oberfläche zuerst anschauen. Es bleibt also im Prinzip bei das Gleiche. Sie machen im Prinzip das wieder, was ich Ihnen empfohlen habe. Aber wenn Sie denn noch unzufrieden sind, ja, also sagen, das muss noch besser gehen, dann gibt es noch ein paar Hilfsmittel natürlich, die das Ganze ein bisschen besser machen. Wir haben nämlich, wenn Sie schon mal geschaut haben, hier an der rechten Seite, wir haben deutlich noch andere Möglichkeiten, die hier deutlich ja, noch weiter gehen, als wir schon besprochen haben. Und im Normalfall reicht das, was ich Ihnen gezeigt habe. Weil man darf ja nicht vergessen, gehe ich in diese Abteilung, wo ich selber Hand anlegen muss, weil das bedeutet das, dann wird es natürlich auch von der Zeitfaktor ein völlig anderer. Ich gehe noch mal einmal raus, weil ich möchte wirklich mal wieder am Anfang oder am Ende ist eigentlich kein Problem, aber ja, das, hier ist es für uns sehr schön. Die erste Fakt ist nämlich bei Neat. Neat steht und fällt bei der ersten Beobachtung. Also die Auto-Profile ist super, super wichtig. Ja, wenn der klappt, dann sieht es eigentlich schon so gut aus, wie es letztendlich besprochen war. Mit und ohne. So, wir gehen nochmal in die erweiterte Version. Sorgen Sie dafür, dass die natürlich auf die Advanced-Mode stehen und nicht auf die Beginner-Mode. Aber normal gesprochen ist Neat in diesem Modus aktiv und ja, wir sind eigentlich schon zufrieden gewesen, auch so, wenn wir hier nochmal geschaut haben, da haben wir schon moniert, dass es ein paar Artefakte zu viel gibt und die wollen wir jetzt mal anschauen. Bevor wir das machen können, müssen Sie noch ein paar Sachen wissen. Wir haben jetzt im Moment diese Bildschirm hier in groß und hier drei solche kleine YUV-Abteilungen, also zwei Päckchen in Farbe und ein Päckchen in Y. Chrominanz und Luminanz sind da das Stichwort. Und das ist auch das Stichwort, worin wir arbeiten in der Profi-Abteilung. Und dafür gibt es hier unten noch einen Bereich, wo wir manipulieren können. Erstens, wir können die Helligkeit manipulieren, damit wir bestimmte Bereiche, vor allem im Dunkeln, zum Beispiel hervorheben können und dadurch besser bewerten können letztendlich. Die packe ich jetzt hier im Moment noch nicht an, aber wir haben hier noch ein Händchen. Das können Sie benutzen, durch einfach hier in der Leertaste zu drücken. In dem Moment ändert sich die Cursor, Sie sehen es ja, dann wird das ein kleines Händchen und Sie können bei Vergrößerungen jetzt einfach sagen, ich verschiebe das Ganze. Ja, Sie müssen nur dafür die Leertaste drücken oder eben hier anklicken, wenn Sie das nicht behalten möchten oder können. Ja? Wichtig ist, dass Sie eben wissen, okay, dadurch kann ich natürlich schneller in mein Parcours hin und her bewegen. So, und die wichtigste Taste ist eine Taste, Button, sage ich mal. So, die wichtigste, das ist hier diese Adjust Viewer Mode. Und hier sehen Sie, dass Sie
viel, viel, viel mehr Möglichkeiten haben. Die wichtigste Änderungen, die hier im Prinzip wichtig sind, sind diese Viewer-Split. Weil ich kann, wenn ich in die erweiterte Modus, also in diese Profi-Modus gehe, kann ich natürlich hier mein Aussehen radikal ändern. Ja? Die erste Block ist jetzt meine komplette Bild, so wie ich sie kenne. Und jetzt merke ich, warum dieses Händchen jetzt so wichtig wird, weil dann kann ich wirklich den Bereich auswählen, die ich letztendlich hier mal so begutachten will. Ja, das, wenn ich also bewege, dann sehen Sie, das ist das Ergebnis vor der Entrauschung und jetzt ist das hier das aktuelle Ergebnis, was wir so herausgefunden haben. Wir stehen nach wie vor noch in die YCRCB. Und wir könnten hier theoretisch auch sagen RGB, ja, also Rot, Grün, Blau. Allerdings, wie gesagt, da wir ja mit YUV eigentlich arbeiten, ist das eigentlich unsere, normal gesprochen, unsere wichtigste Freund und Helfer, wenn wir es mal so nennen. Jetzt kann ich aber, um wirklich hier zu schauen, wie kriege ich das noch weg, wie kriege ich also die letzte Graining, dieses letzte Rauschen noch raus, kann ich hier umstellen. Und zwar haben wir hier die Y, die CR und die CB Frequenzen in Einzelmodus. Und wenn ich die mal anschaue, dann sehe ich hier als allererste die wichtigste, das ist immer der Schwarz-Weiß-Modus, weil da meistens die Problematik mit Rauschen dann auch zu finden sind. Ja, um noch mehr also aus dieser YUV rauszukriegen, fangen wir an einfach mit der Luminanz, also die Y-Umgebung. Ja, und hier können wir versuchen, einiges zu machen. Wir haben natürlich wieder die Schärfe, die wir einstellen können. Und hier gibt es eben diesen High-, Mid- und Low-Bereich, die Sie hier im Prinzip die drei Möglichkeiten, die Sie hier finden. Und wir haben hier die Luminanz. Ja, und damit kann ich als allererstes natürlich versuchen, einen so gut wie möglichen Hinweis zu kriegen. Ich habe gesagt, okay, wir versuchen es mal hier in diesem Bereich, weil hier ist noch am meisten Verschmutzung. So, und hier kann ich einfach versuchen, wunderbar, ne, hier kriege ich also noch wirklich tatsächlich einiges raus, was Rauschen angeht. Jetzt muss ich allerdings ein bisschen aufpassen in Bezug auf der Schärfe, inwieweit wo noch irgendwas zu machen ist. Ja? Und da können wir mal versuchen, also so sah es vorher aus und das ist das Ergebnis, was wir jetzt raus haben. Und Sie sehen hier schon, das sieht natürlich schon völlig anders aus als vorher. Das ist kein Vergleich und wir haben jetzt nochmal eine Stufe höher erreicht. Jetzt kann ich versuchen, hier in die Weichumgebung, wir schauen also jetzt auf die Mid-Umgebung und ich stelle den mal ganz nach rechts, dann sehen wir, okay, hier holt er schon wirklich gut raus. Hier kann ich also noch einstellen, okay, will ich hier noch ein bisschen mehr rausholen oder nicht. Ich finde es aber in dieser Umgebung ziemlich gut aussehen. Und bei der großen Blocken können wir es auch nochmal probieren. Und da können wir ohne weiteres noch ein bisschen schärfer stellen. Also hier in dieser V ist es in der Low-Bereich von Vorteil, wenn wir hier was machen. Sie müssen sich also auf dieses Fenster konzentrieren. Und auf dieses Fenster, ja, hier wird der allgemein, also das Gesamtbild und hier ist quasi die Umgebung in der, ja, ich sag mal, der fette Konturen zu sehen, ja, das, deshalb heißt das hier Low und wenn ich das verschiebe, dann sehen Sie durchaus Unterschiede in der allgemeinen Bildumgebung. Es kommt auch so ein Schatten hinter dieses Klemmdronach, sage ich mal. Da findet es um den Kreis so einen kleinen Schatten, die jetzt verschwindet oder reinkommt. Auch nach wie lange ist er gewollt oder nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr nach den Jahren, ob da ein Schatten zu sehen war. Aber ich nehme es an, weil das Licht da drauf fällt, dass es durchaus einen leichten Schatten gibt. Außerdem finde ich das Gesamtbild dadurch deutlich besser werden. Also in dem Fall finde ich das nicht schlimm, wenn ich die anheben. Sie haben in jeder Fall hier jetzt deutlich bessere Ergebnisse. Ja, und dieses gleiche Geschichte können wir jetzt auch in der Einzelumgebung von der CR machen. Auch hier gibt es wieder Möglichkeiten zu sagen, ich hole diese Artefakten raus, sehen jetzt, ne, ich gehe mal bewusst nach off, dann sehen Sie, dass das ein richtiger Blöckchen Formung ist und gehe jetzt so weit hoch. Auch hier gehe ich nach 90, um wirklich das letzte Grain,
also das letzte Rauschen, rauszukriegen. Und das Gleiche schaue ich wieder in der Mitte, aber da finde ich es eigentlich schon gut. Und in der unteren Bereich, auch da finde ich es eigentlich schon in Ordnung. Man kann da in den Frequenzen eventuell noch ein bisschen runtergehen, aber ich finde es eigentlich hier völlig okay. Wichtig ist, dass das Gesamtbild natürlich in Ordnung bleibt. Ja, und das Gleiche müssen wir nochmal machen mit der CB-Umgebung. Und hier ist es okay. Hier sehen wir noch deutlich, da haben wir noch was. Nehmen wir auch raus und sagen ihm, das ist es. Ich schaue nur, ob wir in der Mittelbereich noch was erreichen können. Aber da passiert nichts. Es ist wirklich also in der High-Bereich gewesen. Und das ist bei DV sehr oft der Fall. Und dementsprechend habe ich den auch ausgewählt, weil da kann man sehr, sehr gut zeigen, dass es eben auch DV ein sehr bescheidener Codex ist, ja, wo natürlich seine Grenzen durchaus erreichbar sind. Ja. Und gut, wir können jetzt hier sagen, auch wir versuchen die Qualitätsmodus ein bisschen zu erhöhen. Das macht auch nochmal ein kleines Schluck aus der Pulle, sagt man. Ne? Muss aber nicht unbedingt vom Vorteil sein. So, und dann haben wir noch die Artefakten eventuell, aber die sind bei DV eigentlich weniger vorhanden, obwohl ich sehe schon hier Unterschiede, aber die sind letztendlich in dem Komplettbild kaum wahrnehmbar. Aber das sind so die typischen Fehlerchen, wenn Sie zum Beispiel hier schauen auf diese kleinen Pünktchen, die des Öfteren bei Verschmutzungen, sage ich mal, vorhanden sind. Die kann man auch noch rausheben und dementsprechend haben wir jetzt nochmal eine deutliche Qualitätssteigerung. Also Rauschen dürfte jetzt gar nicht mehr vorhanden sein in das komplette Bild, was wir auch durchaus bewerten können jetzt. Ja? Also hier haben wir jetzt wirklich das Optimale. Das Problem ist, Sie müssen das bei jeder Szene für sich beobachten. Ja? Und das ist nur dann in meinen Augen notwendig, wenn es wirklich Riesenprobleme gibt. Ja? Hier sieht es jetzt wunderschön aus. Wir können es mal vergrößern. Sie merken, hier ist wirklich kein Rauschen mehr vorhanden. Ja, gut, da ist er natürlich, weil da ist der Clip noch ja, anwesend. Schafft er es in Echtzeit? Das ist das Vorteil. Ja, so eben. Ja, Sie merken, die Arbeit wird also deutlich mehr. Ich muss übrigens meine Aussage zurücknehmen, dass es nicht schneller wird, wenn die Grafikkarte rauskommt, weil die Firma Neat hat bewiesen, dass mit dem 3080 das Ganze auch bei HD in Echtzeit läuft. Also ja, es macht doch einen Unterschied, welche Grafikkarte Sie haben. Aber um das Ganze wirklich zu bewerten, merken Sie schon, hier habe ich deutlich eine Steigerung erreicht in meiner Qualitätsstufe. Allerdings mit einem deutlich höheren Aufwand und ja, der Vergleich vorher brauche ich glaube ich auch gar nicht mehr zu machen, aber das ist natürlich Gewalt im Vergleich und dementsprechend nicht realistisch. So, nochmal das Gleiche und jetzt ein bisschen schneller. Das heißt, ich habe die zweite Clip auch schon vorbereitet. Das heißt, ich habe meine 4 Schritte durchgeführt und jetzt können wir das Ergebnis mal anschauen. Der war gar nicht so schlecht. Wir hatten ja leichte Probleme hier in, ne? Achso, ich bin ja noch nicht in der Adjust. Wir hatten leichte Probleme hier in dem Bereich. Hier sehen Sie auch wieder die Blöckchenformung in Bezug auf der Y und V. Wir gehen als allererstes mal in der Y, weil da erreichen wir am meisten, vor allem diese in der Spatial, also in der Einzelbilddarstellung, können wir jetzt in die Luminance Enorm View, denke ich, erreichen. Ne, können wir nicht. Und jetzt schauen wir mal, wie wir die wegkriegen. Ist auch für mich natürlich immer ein Pardonspielchen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt alles schon fertig habe. Well, hier kriege ich gar nicht so viel weg. Wo denn der Fehler liegt? Neues Level? Ah, da ist er. Ja, also hier kriegen wir noch eine Menge weg. Auch hier ist es ausklappbar. Und da können wir natürlich versuchen, erstmal zu sagen, okay, mach du mal die Luminanz. Ja? Und da schauen wir mal, ob wir, ah, da ist er. Ne? Das heißt, hier schauen wir mal allgemein, was kriegen wir über die Luminanz verschwinden. So, das sieht für mich schon, bleibst du mal da. So, ja, also immer Try and Error.
sitze immer noch in der Luminanz, das heißt, die Chrominanz, der hat keine Bewertung jetzt im Moment. Wir haben nur hier die Schärfe, also die Möglichkeit noch zu sagen, in dem Mittelbereich sieht es mit Problemen behaftet, ist es aber nicht. Aber Sie können hiermit deutlich noch mehr Schärfen reinkriegen. Ja, also hier macht es wirklich viel aus, merke ich. Deshalb erhöhe ich den gerne, damit das Ganze ein bisschen mehr ein bisschen Schärfe noch hat. Ja? Und in den Low-Bereich, gut, da macht es. Das sind also wirklich große Blöcken, ja, müssen Sie sich vorstellen. Und dementsprechend nicht überbewerten. So wichtiger sind diese High-Bereiche, dass es da stimmt. Ich denke, so können wir es belassen, was die Luminanz angeht. Wir schauen aber vorsichtshalber auch noch eben nach der CA, ob wir da eventuell noch was machen müssen. Dafür können wir hier einmal die Chrominanz. Die ist schon bei 80. Versuchen wir es in den Noise Level. Auch hier kriegen wir eindeutig noch ein besseres Ergebnis hin. Sie sehen es selber, was ich mache. Es ist kein Geheimnis mehr. Und wir können in der Mitte, nein, da macht es keinen Unterschied. Die bleibt in der oberen Bereich, macht es auch keinen Unterschied. Also in der Schärfe können wir nichts gewinnen. Wir können nur was gewinnen, durch das Rauschen herauszunehmen. Aber das ist natürlich schon eine verdammt große Menge. Ja, und der letzte ist die CB. Auch hier kriegen wir wieder nochmal einen Schluck, einen deutlichen Schluck raus. Ich denke, das ist deutlich, was wir hier haben. Was wir hier noch haben, was wir noch nicht, was ich noch nicht vorgeführt habe, das ist der eventuelle Jitter. Gut, dafür haben wir das Material einfach nicht hier. Und es gibt natürlich noch so etwas wie der Umgebung mit Dust und Scratches. Das heißt, in diesem Fall kann es durchaus vorkommen, dass sie ja ziemlich viel Artefakte haben. Das ist vor allem bei der High 8 oder bei der Super 8 Material durchaus möglich. Auch hier können sie dann wieder versuchen, über eine aggressive Threshold das zu verbessern und eventuell rauszunehmen. Das ist es eigentlich, was ihnen in der High-End erwartet. Die generell ist nichts anderes als die Möglichkeit nochmal zu testen, was der Check in der Speed angeht. Und ja, ich denke, damit haben wir wirklich alle einzelnen Punkte nochmal bearbeitet. Sollte es also unzufrieden sein mit die vier Standards, dann würde ich als allererste die SPA-TH mit der Luminanz und die Chrominanz angehen, weil damit können Sie eigentlich noch sehr, sehr gute Ergebnisse herbeizaubern. Ja? Und jetzt haben wir wirklich das i-Tüpfelchen rausgeholt und ich denke, damit sind wir dann wieder einen Schritt weiter. Allerdings ist das hier wirklich verbunden mit Clip zu Clip, auch wenn Sie zum Beispiel einen Film komplett von einem Band holen. Denken Sie mal an das Super 8 Material, das sind meistens von mehreren Tagen auf einem Band vorhanden, weil früher hat man sehr wohl überlegt, filme ich jetzt oder nicht. Es ist also nicht so schön wie hier in der Messehalle, sondern hier killt wieder bei Schmalfilm jede Szene an sich erstmal lose schneiden und dann anschließend bearbeite. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen den nochmal raus und wenn ich hier wirklich eine 1A Ergebnis habe, dann kann ich hier natürlich sagen, okay, ich habe hier gar kein 1A Ergebnis. Jetzt habe ich den rausgenommen, deshalb einmal back und wir wollten natürlich den hier lösen und nicht den. Ja, jetzt sieht es wieder gut aus. Kriegt schon einen Schrecken, Leute. Ihr sagt mir auch nichts. Ne? So, den Need nehme ich mal raus und jetzt sage ich einfach, okay, das hier ist die perfekte Umgebung. So möchte ich es haben und nicht anders. Dann kann ich einfach wieder das Ganze kopieren und hier rauflegen und schon bin ich fertig. Weil die Messe, ja, da war es auch nicht anders. Wenn ich hier natürlich Unsauberkeiten habe, dann liegt das nur an die Linse, die sich nicht entscheiden kann, worauf er sich scharf stellen soll. Ja, das passiert bei Automatik und flickernd Licht über dich. Nur so zur Info. Also hier wäre besser gewesen, wenn sie manuell die Scharfstellung gemacht hätte. Aber ich wollte da trinken, ich wollte dort nicht filmen. Ich wollte beides eigentlich. Ja, egal. Aber Sie sehen, das Ergebnis ist wirklich hervorragend und dementsprechend bin ich hier sehr, sehr zufrieden. Ja, wir können es mal wieder in groß anschauen. Wo ich sehe noch immer Rauschen. Warum ist das jetzt hier noch
am Rauschen. Weil er aus ist. Leute, ich sehe auch alles, ne? Ach ja. So. Versuchen wir es nochmal. Jetzt ist es doch viel besser. Ja, also wer das nicht sieht, der braucht kein Need. Aber ich glaube, das sind die wenigsten, die das nicht sehen. Und dementsprechend kann ich es nur empfehlen wieder, dass das hier deutlich genug ist. Wir haben wirklich, ach, die Gardinen sind sowas von schön. Ja, es ist wirklich jetzt gut. Wir haben noch das leichte Flickern, was eben mit der Darstellung auf den RGB-Monitor zu tun hat, hat aber keinen Einfluss auf den Film selber. Hier ging es darum, dass wir wirklich das Optimale rausholen. Ich glaube, das kriegen wir auch hin. Das war's. Wir sind durch. Wir haben alles besprochen, was Neat angeht. Wenn Sie noch Fragen haben, einfach hier unter in YouTube mal seine Meinung loswerden. Sie wissen, Sie können sich kostenlos bei YouTube registrieren und dann Ihre Meinung sagen, uns bewerten mit einer positiven oder negativen Bewertung. Sie können sich sogar dann abonnieren, dass Sie immer Bescheid kriegen, wenn wir wieder was Neues haben. Also abonniert euch bei YouTube. Es ist wirklich kostenlos und ja, Sie haben dann eine Möglichkeit, eine Plattform, wo Sie auch noch Ihre eigene Filme, sei es privat, sei es eben wie wir, öffentlich, ja, veröffentlichen können. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma ComWeb.